Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute wollen wir uns das Thema Ex zurück bzw. Interesse wiedererwecken. Mal an einem konkreten Beispiel, an einer Situation, die von euch eingeschickt wurde, anschauen. Wenn du möchtest, dass ich deine Situation hier im Podcast behandle, hier im Video behandle, dann schreib mir das gerne an die E-Mail-Adresse, die du unten in der Beschreibung findest. Und wenn das Ganze passt, dann wähle ich deine Frage aus. Also, ich werde jetzt die Frage benutzen, um sozusagen dieses Gesamtthema zu besprechen. Aber natürlich werden wir auch auf die spezifischen Details der Frage und der Situation eingehen von Hannes, nennen wir ihn mal. Also, Hannes schreibt, er ist 30 Jahre alt und ich hatte meine erste Beziehung vor knapp 6 Monaten. Erstmal sehr cool, Glückwunsch dazu. Aber das erste Mal eine Frau geküsst und Sex mit ihr gehabt, sehr schön. Wir haben uns über Parship kennengelernt, auch witzig, ganz ungewöhnlich, habe ich selten von gehört. Ich finde auch Parship total doof, muss ich sagen. So, Tinder ist ganz in Ordnung, Parship ist echt nicht meins, aber was funktioniert, funktioniert. Erst lief alles super, ich war schon mehrmals mit bei ihrer Familie, das ist schon mal ein gutes Zeichen in der kurzen Zeit. Dazu haben wir schon einige Zukunftspläne geschmiedet und die Chemie zwischen uns war einfach nur mega, Humor und sexuell gesehen. Das ist wichtig, also erstmal generell, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt, im Zusammensein mit der Frau, Humor, also Spaß und natürlich auch eine sexuelle Connection. Wenn diese Sachen bestehen, dann ist das wirklich sehr, sehr gut. Aber es gibt noch andere Dinge, da werden wir gleich nochmal zu kommen. Beim zweiten Date kam es zum Kuss und beim dritten Date hat sie mich zu sich nach Hause eingeladen und wir hatten Sex. Ja, wunderbar, ist ja ein guter Ablauf. Nach circa 1,5 Monaten habe ich dann ein extremes Problem bekommen, was die Verlustangst war. So, und jetzt kommt hier das Problem, was sehr viele Männer haben, was sehr viele Männer kennen, nämlich Verlustangst, Thema One-Nitis, die unglaubliche Fixierung auf eine Frau. Aber da kommen wir auch gleich noch zu. Ich war deswegen recht needy, also bedürftig, das meinst du hier an der Stelle. Hab ihr versucht, alles recht zu machen. Großer Fehler. Dann gab es schon erste Anzeichen von ihrer Seite, sie hat sich nicht mehr so oft gemeldet und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz klassische Entwicklung, die wir hier sehen und die du immer haben wirst bei solchen, ja, in solchen Situationen, wo Interesse verloren geht oder wo sich Beziehungen trennen, ist, dass hier einfach ein Ungleichgewicht herrscht. Ne? Also der eine Teil drängt extrem nach vorne, der eine Teil investiert unglaublich viel und das drängt die andere Person zurück, die meldet sich dann weniger. Hier im Beispiel sieht man es nochmal. Und was man dann tun muss, und wir werden gleich sehen, was hier Hannes getan hat, was man dann tun muss, ist eben, oder was du tun musst an der Stelle, ist, dass du dich wieder ein bisschen zurückziehst, dass du dich wieder ein bisschen um dich selbst kümmerst und den Fokus zurück auf dein eigenes Leben lenkst. Da kommen wir aber gleich nochmal genauer zu. Also sie hat sich nicht mehr so oft gemeldet. Dann haben wir uns 2 Wochen nicht mehr gesehen und sie kam zu mir, weil sie wohnt circa 40 Minuten von mir weg und ist 32 Jahre alt. 40 Minuten ist schon mal, also solche Sachen sind auch immer wichtig, weil das schon mal zeigt, wie viel Investment da ist. Ne? Also eine Frau, die absolut kein Interesse mehr an dir hat, die wird auch keine 40 Minuten zu dir fahren. Eine Frau, die noch Interesse hat, schon. Haben uns ganz normal auf den Mund geküsst, sind spazieren gegangen, mit Händchen halten und dann gegen Abend hat sie Schluss gemacht mit folgender Begründung. Erstens, jetzt muss ich mal gucken, wir sind so unterschiedlich und passen nicht zusammen, okay? Und zweitens, ich stehe ihr noch nicht fest genug im Leben. Dazu muss ich sagen, dass ich selbstständig und sie sehr konservativ ist. Wir haben dann beide angefangen zu weinen und dann habe ich sie ziehen lassen. Okay, ne, also hier eine ganz klassische Sache, dieses ich stehe noch nicht fest genug im Leben. Das ist eine Aussage, die immer sehr gut darauf hindeutet, wenn die Frau sowas meint wie, hey, du investierst hier einfach gerade zu viel, du hängst zu viel an mir, du hast zu wenig eine eigene Mission, ein eigenes Leben, du stehst noch nicht fest im Leben. Das ist sozusagen die Umschreibung davon. Ne? Und deswegen, wie ich eben schon mal gesagt habe, unglaublich wichtig, dass man generell auch in Beziehungen, aber allgemein im Zusammensein mit Frauen, nie den Fokus auch auf sein eigenes Leben verliert. Also die Frau sollte niemals der Mittelpunkt deines Lebens sein. Sie darf natürlich gerne die wichtigste Frau in deinem Leben sein. Aber es gibt, muss andere Dinge geben, die dich im Leben begeistern, die wichtig für dich sind im Leben. Und wenn die Frau das Einzige ist, dann ist das in den meisten Fällen ein Problem. Genau, ich bin mir aber super sicher, dass von ihrer Seite auch noch Gefühle da sind und komme einfach nicht über die Trennung hinweg. Natürlich ist es eine harte One-Nitis, also eine fixierte auf eine Frau, meinte damit der Hannes. Haben nach der Trennung auch noch ab und zu geschrieben. Sie hat sich zum Beispiel zu meinem Geburtstag gemeldet, alles verläuft. Aber das Gespräch verläuft dann im Sande. Ich habe deine Videos zum Thema Ex zurück schon gesehen, hätte aber super gerne noch einmal Input dazu und würde mich sehr darüber freuen. Ob und wie man noch mal einen Versuch starten könnte, an der Beziehung zu arbeiten. Die Trennung ist jetzt, jetzt kommen wieder wichtige Informationen, die Trennung ist jetzt knapp 4 Monate her und ich habe seitdem extrem an mir gearbeitet, um meine Verlustangst in den Griff zu kriegen. Also das ist ganz wichtig, das habe ich ja schon mal gesagt. Das ist eben das, was ich eben schon mal gesagt habe. Wenn du merkst, dass die andere Person
dass ihr das Interesse der anderen Person nachlässt und dein Interesse immer mehr zunimmt in einer Beziehung oder auch vor einer Beziehung in einem Zusammensein mit einer Frau, dann musst du dich wegorientieren, ein bisschen von der Frau und ein bisschen von der Beziehung wegorientieren und wieder mehr auf dich selbst orientieren. Und das ist genau das, was du hier, zumindest schreibst du so, gemacht hast, ne? Also du hast einfach 4 Monate an dir gearbeitet hast und dass seit 4 Monaten auch kein Kontakt herrscht. Und das ist ein sehr, sehr guter Anfang, einfach um wieder zurückzukehren zu dieser Person, die du früher einmal warst, wenn du das denn möchtest. Ne? Also meistens ist es so, dass man am Anfang oder kurz vor einer Beziehung war man auf einem relativen Hochpunkt als Mann, alles lief einigermaßen gut und dann kann es eben passieren, wie bei dir jetzt, dass man in der Beziehung oder im Zusammensein mit einer Frau so ein bisschen irgendwie sich selbst verliert und dann ist man hier an einem schlechteren Punkt. Und dann sollte man auf jeden Fall gucken, dass man wieder zurückkommt auf den Berg sozusagen, zurück in den Sattel, sagt man hier bei uns, dass man wieder klarkommt einigermaßen. Genau. Sind die Gründe, die Frauen bei einer Trennung nennen, meistens nur vorgeschoben oder können die Gründe auch zutreffen? Ja, ich denke, die Gründe sind schon zutreffend. Es ist halt nur die Frage, wie man es ausdrückt und ob die Leute es richtig ausdrücken können. Also ich glaube, die Frau erzählt hier nicht aktiv irgendeinen Quatsch, aber sie kann vielleicht nicht so genau ausdrücken, was sie damit meint. Also sie sagt vielleicht etwas und kann dir aber nicht so hundertprozentig sagen, was genau das jetzt meint und worauf sich das jetzt genau bezieht. Aber hier in diesem Fall, wenn sowas kommt wie du stehst noch nicht fest genug im Leben, dann hat das wirklich meistens damit zu tun, dass du viel zu viel investiert hast in der Beziehung und sie nicht investieren konnte und dann dieses Ungleichgewicht entstanden ist. Also das ist immer die Problematik bei all diesen Rückzugssachen und auch bei diesen Ex- und Trennungssachen. Also es gibt natürlich auch andere Gründe, wenn logistische Sachen nicht passen oder vielleicht passt man so vom Charakterlichen her überhaupt nicht zusammen. Das kann natürlich wirklich auch dazu beitragen. Also wenn sie sowas sagt wie hier in der ersten Begründung, wir sind zu unterschiedlich und passen nicht zusammen. Ja, das kann auch wirklich so sein. Aber natürlich, also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass sie das dann hiernach erst rausgefunden hat. Also es könnte schon hinkommen. Es könnte schon hinkommen, dass sie nach dieser Zeit, die sie mit dir verbracht hat, festgestellt hat, okay, ihr passt nicht so wirklich zusammen. Das kann es geben und das kann korrekt sein. Und wenn das wirklich so sein sollte, dann kann man da nicht unglaublich viel machen. Ne? Von daher, ja, ich denke schon, die Sachen, die Frauen dir sagen oder die Frauen euch sagen, sind zutreffend. Man muss nur verstehen, was das bedeutet in manchen Fällen. Wollte erstmal wie kann ich am besten wieder Kontakt zu ihr aufnehmen, wollte erstmal für mich ganz strikt in die Kontaktsperre gehen für 2 bis 3 Monate und mich dann bei ihr melden und ganz casual nach einem Kaffee fragen. Und die Hauptfrage ist, kann man die Gefühle, die auf jeden Fall da waren, das waren sie ja anscheinend schon, wieder in der Frau erwecken? Also, kann man die Gefühle, die da waren, wieder in einer Frau erwecken? Das muss man aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum Ersten, das ist dein Eindruck gewesen, das musst du verstehen. Also dein Eindruck oder euer Eindruck war, okay, das war voll geil und voll krass. Und das ist so eine Sache, die Männern sehr oft passiert und die ich auch von mir selber kenne, dass man in einem Zusammensein mit einer Frau ist und das Gefühl hat, boah, es ist ja so, so gut, es läuft ja so gut mit der Frau, weil deine eigene Gefühlslage so extrem positiv ist, weil es für dich so unglaublich gut passt. Und dann kriegt man manchmal den Eindruck, dass das auf der anderen Seite genauso ist. Aber nur, weil es für dich, also ich glaube, es ist nachvollziehbar, oder? Wenn du dich extrem glücklich fühlst, dann kommt es dir auf einmal auch so vor, als wenn alle in der Welt fröhlicher drauf sind. Und wenn du dich sehr schlecht fühlst, persönlich selbst gerade in dem Moment, dann kommt es dir auch eher so vor, als wenn andere Leute schlecht drauf sind. Und das kann hier auch passieren. Das ist mir auch schon öfter passiert, wo ich Dates hatte, wo ich mir gedacht habe, boah, hier passt ja alles, voll geil, wir stehen voll aufeinander. Und ja, sie hat natürlich auch positiv reagiert und sie war ja auch dabei, sie war auch auf dem Date und vielleicht haben wir auch miteinander geschlafen. Aber mein Eindruck von der Sache war vielleicht hier oben und ihr Eindruck war eigentlich nur hier. Also nicht, dass sie nicht auch begeistert war und das war sie ja hier an der Stelle anscheinend auch, weil sie hat dich ja auch über einen längeren Zeitraum getroffen. Sie war schon begeistert, aber dein Level war vielleicht hier ganz oben und du hast ihr Level vielleicht auch falsch eingeschätzt. Das ist die erste Sache, die man sehen muss. Ne? Nur weil du denkst oder weil du den Eindruck hast, dass es unglaublich Hammer war und mega Gefühle bei ihr da waren, muss das nicht unbedingt so sein. Und vor allem nach dieser relativ kurzen Zeit, die ihr miteinander verbracht habt, also eben 3 Dates und wenn ich mich hier nicht verlese, genau, habt ihr euch 2 Wochen nicht mehr gesehen und dann wieder. Also ich schätze diesen Zeitraum in der Gesamtheit jetzt mal so auf 4 Wochen ein. Ein Monat ist kein kleiner Zeitraum, ein Monat ist aber auch kein Riesenzeitraum. Das heißt, wenn ihr euch jetzt wirklich über ein halbes Jahr getroffen hättet und ihr wärt schon beispielsweise zusammen gewesen, ich denke, dann ja, denn dann war da ja wirklich was vorhanden, dann war wirklich auch die Passung irgendwo so gut, dass ihr zusammengekommen seid und dann könnte man schon, oder macht es schon Sinn, sich zu überlegen, okay, wie kann man das Ganze wieder kitten nach einer Phase, wo man sich dann wieder auf sich selbst konzentriert hat. Hier in diesem Fall, weil es aber wirklich nur 4 Wochen waren,
weiß ich nicht so genau, ob das Sinn macht. Also ja, ich bin mir da nicht sicher. Ich lese hier auch einmal kurz durch. Bla bla bla, genau. Also wenn ich mich jetzt irre, habt ihr euch ja nur 4 Wochen lang gesehen und ihr wart ja auch nicht offiziell zusammen. Also das ist ein bisschen schwierig aus deiner Nachricht rauszulesen, aber es ist halt so, wenn man nicht wirklich fest zusammen war, wenn das Ganze nicht über einen wirklich längeren Zeitraum von mehreren Monaten gegangen ist, dann ist es schon so, dass man da teilweise nicht super viel machen kann. Das Schlauste, was ihr machen könnt, ist eben trotzdem euch zurückzuziehen, auf euch selbst zu fokussieren und vor allem auch andere Frauen kennenzulernen, um halt hier diesen Extremeindruck so ein bisschen zu relativieren. Da habe ich eben schon mal gesagt, du hast den Eindruck, boah, es ist so geil, die ist so perfekt, weil du auch gerade keine anderen Frauen kennenlernst und dann lernst du ein paar andere Frauen kennen und merkst, die ist schon cool, aber es gibt auch andere coole Frauen. Und dann kannst du sie wieder auf so ein normales Level holen. Also es ist ungefähr so, als würdest du sie göttlich in den Himmel heben, aber sie ist auch nur ein normaler Mensch. Und das musst du halt wieder erkennen, indem du auch andere Frauen siehst. Das heißt, generell ist das Vorgehen schon sehr gut, sich erstmal auf sich selbst zu fokussieren. Und wenn du dann das Gefühl hast, du bist erstmal generell über sie hinweg, na, dann wäre es natürlich schlau, nur um die Frage zu beantworten, dann wäre es schon schlau, nochmal Kontakt zu ihr aufzunehmen, wenn du das willst, und einfach nochmal zu fragen, ob ihr nochmal einen Kaffee trinken gehen wollt. Und dann nochmal zu gucken, ob es vielleicht passt. In diesem speziellen Fall denke ich, dass sie sich darauf nicht unbedingt einlassen wird, eben weil nicht genug emotionaler Kitt vorhanden ist. Ne? Wie gesagt, das ist auch wieder eine Zeitfrage. Wenn ihr jetzt seit mehreren Jahren, also, oder sagen wir mal, seit mehreren Monaten zusammen gewesen seid oder seit mehreren Jahren zusammen gewesen wärt, und vielleicht ist das so und ich überlese das hier falsch. Wenn das so ist, dann gilt das, was ich jetzt sage. Ne? Aber so wie ich das hier lese, waren es nur 4 Wochen. Wenn es so sein sollte, dass man über mehrere Monate zusammen ist oder vielleicht über mehrere Jahre, aber wirklich auch offiziell zusammen ist, beide haben es ausgesprochen, so ich liebe dich etc., dann ist da schon sehr viel emotionaler Kitt vorhanden und dann kann man auch davon ausgehen, dass es generell erstmal gepasst hat und dass man wirklich einfach nur aus seiner Mitte gefallen ist. Und dann zur Mitte zurückzukehren und wieder Kontakt aufzunehmen, das kann funktionieren. Hier in diesem Fall glaube ich es eher nicht. Du kannst es natürlich trotzdem probieren. Ganz wichtig für euch und das jetzt für alle: Wenn ihr euch zurückfokussiert auf euch selber, wenn ihr den Fokus wieder auf euch legt, dann macht es nicht mit der Motivation, oh, um die Frau zurückzubekommen. Das ist die falsche Grundmotivation, sondern macht es, um wieder zu einem guten Punkt in eurem eigenen Leben zurückzukommen. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch relativ schnell andere Frauen kennenlernen. Und meistens, so ist meine Erfahrung, ist die Sache dann gegessen. Ich hatte auch schon so Phasen und Situationen mit Frauen, wo ich dachte, ja, voll wunderbar, ist alles tutti und klappt alles wunderbar, einen Monat lang oder vielleicht ein bisschen länger. Und es ist auseinandergegangen und ich war natürlich erst ein bisschen traurig, aber habe dann relativ schnell auch neue Frauen kennengelernt. Und dann hat sich das Ganze immer wieder relativiert. Dann war es okay, war eine schöne Zeit, aber es ist auch in Ordnung, dass es jetzt vorbei ist. Und genauso geht es mir mit meiner längeren Beziehung, die ich hatte. Genau, so viel zu der Frage und so viel dazu, wie man ja Interesse in Frauen wiedererwecken kann. Also es ist immer auch eine Zeitfrage, nämlich wie lange wart ihr zusammen, wart ihr überhaupt zusammen, wie lange war der Zeitraum, wie intensiv war das. Je mehr du davon hast, desto wahrscheinlicher ist es, dass man es wieder kitten kann. Wenn es relativ kurz ist, wie ich in diesem Fall vermute, 4 Wochen lese ich hier raus, ne? Dann ist es wahrscheinlich eher wirklich auch ein Thema der Nicht-Zusammenpassung, weil 4 Wochen zu brauchen, um herauszufinden, dass irgendwas aber letztendlich nicht so richtig passt, das kommt schon hin. Also das halte ich nicht für so unwahrscheinlich, muss ich sagen. Genau. Und von daher, die Vorgehensweise ist immer die gleiche, nämlich dass ihr einfach Abstand nehmt, wenn ihr zu tief investiert seid, euch wieder auf euch selbst konzentriert. Und optimalerweise auch andere Frauen kennenlernt, gerade wenn ihr dieses Neediness-Problem habt, da kann das wirklich sehr, sehr helfen. Und dann kann man wieder Kontakt zu der Frau aufnehmen und gucken, ob es dann nochmal funktioniert. Wie gesagt, bei längeren Beziehungen kann es sein, Beziehungen, die länger gedauert haben, bei kürzeren Sachen tendenziell eher nicht, aber das ist auch keine Faustregel. Das muss man immer im Einzelfall ausprobieren. Ich hoffe, das ist soweit klar und auch du jetzt als Nicht-Hannes hast verstanden, wie das Ganze abläuft und was dabei wichtig ist. Wie gesagt, wenn du deine Frage mir schicken möchtest, kannst du es gerne machen. Hier unten in der Beschreibung findest du die E-Mail-Adresse, wo das Ganze hin muss. Dann schaue ich mir das Ganze durch und wenn es passt hier zu einem Podcast, in diese Reihe, ins Video, dann werde ich die Frage aufnehmen und werde sie hier beantworten. Natürlich mit anonymen Namen, so wie beim Hannes. Und ansonsten freue ich mich, dass du hier warst. Hier oben kannst du den Channel abonnieren und auch die Glocke drücken, wenn du noch nicht gemacht hast. Hier kannst du dich für ein Coaching bewerben und hier kommst du zu weiteren Videos mit Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Und ja, dann sehen wir uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.